Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft. Was ist Gottes Kraft? Das Wort vom Kreuz. Das Evangelium. Das Evangelium wird gleichgesetzt mit Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn, weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch, Achtung, die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selber aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Halleluja. 1. Korinther 1. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber ist es Gottes Kraft. Uns aber ist es Gottes Kraft. Die Predigt des Evangeliums als Power, als echte, reale Kraft. Darum geht es mir heute. Und ich möchte euch hier etwas zeigen, was wir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren bei uns zu Hause haben. Diesen Stein, das ist ein schöner, ordinärer, richtiger Steinstein. Dieser Stein aber sieht aus wie Millionen andere Steine. Ein ganz normaler Stein. Verstaubt, uralt, witzlos, den du sowas von übersiehst. Eben nur ein Stein. Gibt es in Unmassen. Aber dieser Stein hat tatsächlich was Besonderes an sich. Das ist nämlich kein Stein, sondern das ist eine Kristalldruse. Aber von außen sieht es wie ein völlig, völlig normaler Stein aus. Kein Mensch weiß, was innen drin steckt. Keiner weiß, was sich da drin verbirgt. Weil von außen völlig nichts sagen. Millionen andere Steine sehen so aus, aber dieser Stein hat ein faszinierendes Geheimnis. Das ist aber innen drin, das kannst du von außen nicht sehen. Äußerlich unscheinbar verbirgt sich innen ein Schatz. Und weißt du was? Das wurde für uns persönlich zum Bild fürs Evangelium. So viele Leute achten das gering. Uralt, verstaubt, keine Bedeutung, hat nichts zu sagen, achten es gering, rümpfen die Nase. Kennen wir, wissen wir. Und sie verstehen überhaupt nicht, was für ein strahlender Schatz da drin ist, welche Power, welche Kraft, welches Wunder da drin sich verbirgt. Die Kraft Gottes, das Wort vom Kreuz, das Evangelium, das ist für uns einfach ein Bild, wie diese Kristalldrüse. Ein Geheimnis im Inneren. So, und die Leute hier jetzt, die Paulus hier anschreibt, Juden, damit meint er religiöse Leute, gute Leute, Gutmenschen. So richtig die Menschen, die ja alles richtig machen. Ne? Brave Bürger, Juden, die den Herrn suchen, die irgendwie hinterher sind. Für die ist dieses Wort des Kreuzes, für religiöse Menschen, ist es ein Ärgernis. Das Evangelium ist ein Ärgernis. Nun sind wir ja alle im christlichen Kontext beheimatet und wir realisieren gar nicht, was das für ein Ärgernis eigentlich für Menschen ist, die in der Welt sind oder andere Religionen. Gott kommt in die Schöpfung, die er selber gemacht hat, lebt als Mensch, ein Geschöpf, was er sich ausgedacht hat, als Ebenbild, wird dann misshandelt, stirbt auch noch. Wie bitte? Euer Gott stirbt, ja? Komischer Gott, hä? Das war ja für die Römer damals das Schrägste, was sie sich vorstellen können. Die haben gedacht, diese abstrusen Christen beten einen toten Gott an. Ja?
Ein Gott, der gestorben ist, das war für die wirklich nicht nachvollziehbar. Es war Ärgernis, es war Torheit, es war Dummheit. Also für die religiösen Typen, die Leute, die es richtig machen wollen, die gut leben wollen, für die ist es ein Ärgernis. Und wie gesagt, für die anderen, hier wird von Nationen gesprochen oder Griechen, also die Gebildeten, ja, die Leute, die eben jetzt nicht so religiös drauf sind, sondern eher so, ne, rational denken, für die ist das schlicht und ergreifend Torheit. Schwachsinn, lächerlich, Kinderkram, Nonsens, ist auch albern. Und wir kennen diese Dinge, wenn wir mit Leuten sprechen, die dem Glauben ablehnend gegenüberstehen, das sind genau die Sachen, die dann kommen. Euer Glaube, das ist lächerlich, das ist so alt, das ist verstaubt. Und sie sehen das, übersehen das wie so ein Stein. Millionenfach. Und kapieren nicht, was da drin steckt. Sieht so unansehlich aus. Aber wir wissen, das Evangelium ist voll mit unvorstellbarer Power. Denn es ist die Power, Menschen zu retten für alle Ewigkeit. Menschen zu heilen, Menschen zu befreien, es ist die Power Gottes. Es besitzt eine unvorstellbare Dynamik und Kraft. Paulus sagt hier, es ist die Kraft Gottes. Ich sage euch, wir haben alle nicht kapiert, was das bedeutet. Wir haben es nicht verstanden. Die Kraft Gottes ist unbegrenzt. Die Kraft Gottes kann Nationen erschüttern. Ja? Kann Weltreiche zum Einsturz bringen. Er kann den dürfsten Sünder retten und in die Ewigkeit hinein katapultieren, in ein Leben mit Gott. Und dazu ist in der Tat etwas Gewaltiges notwendig, den Menschen aus diesem fleischlichen Dasein rauszureißen, sodass er, die Bibel sagt, zur Gerechtigkeit Gottes wird. Akzeptiert, angenommen, in Ordnung. Warum? Weil er die Botschaft verstanden und für sich angenommen hat. Das ist das Wort vom Kreuz. Die Menschen um uns herum halten das für völlige Spinnerei, weil sie den Wert nicht verstanden haben, weil sie die Bedeutung nicht verstanden haben. So, wir sind Leute, denen dieses Wort anvertraut ist. Das ist ja nicht die Sache von Profis und Pastoren und sonst was, Evangelisten, sondern es ist jedem Christen anvertraut. Das Wort vom Kreuz ist unsere Botschaft, das, was wir jeden Tag Leuten weitergeben sollten. Das Wort vom Kreuz. Jeder von uns, der gerettet ist, ist durch das Wort vom Kreuz. Irgendwie, irgendwann hat sie ihn erwischt und hat seine Knie gebeugt vor Jesus und hat gesagt, das akzeptiere ich für mich. Und weißt du was? Da draußen sind noch mindestens 80 Millionen Leute, die müssen das Gleiche tun. Nun, wenn wir uns aber jetzt unsere Situation anschaut in Deutschland, dann merkst du, läuft irgendwie nicht so, wie es sollte. Ist schwierig, ne? Die Gemeinden sind klein, häufig zerstritten, viele Pastoren vor dem Burnout, alles so ein bisschen schwierig, finanziell schwierig, Mitarbeitern schwierig, überhaupt schwierig. Und trotzdem ist da eine Kraft, die uns anvertraut ist, die, wie gesagt, die ganze Welt erschüttern kann. Und wenn ich mir das so angucke, die Gemeinden reihum so in unseren deutschsprachigen Ländern, weißt du, was mir auffällt? Gestopft voll mit Programmen, mit irgendwelchen Konzepten, die man irgendwo sich anliest oder sowas, viele Schulungen. Und man versucht mit viel Aufwand, ich sage nicht, dass das schlecht ist, mit viel Aufwand Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und man versucht es richtig zu machen und aus diesem eigenen Antrieb heraus, irgendwie es doch hinzubringen, dass die Leute irgendwie mit dieser biblischen Botschaft in Verbindung kommen. Und dann muss das ja zeitgemäß sein, ne? Soll ja auch akzeptabel sein. Man muss ja die Leute gewinnen. Wir wollen ja nicht so als komische, exzentrische Randgruppe erscheinen. Nein, wir müssen in der Mitte der Gesellschaft die Menschen wirklich, ne, uns holen. Also machen wir Veranstaltungen für Außenstehende. Und die dürfen nicht so fromm sein, ne? Denn wir wollen die Leute nicht abschrecken. Die müssen erstmal kommen. Dann lernen wir, wie man predigen muss, wie man reden muss.
damit die Leute nicht weglaufen, welche unterhaltsamen Aspekte notwendig sind. Ja, weißt du, das Problem ist ja, die Menschen unserer Gesellschaft sind durch die Medien sowas von zugedröhnt, wie willst du sie überhaupt noch erreichen? Da muss man sich schon was einfallen lassen, ne, um noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann investieren wir in unsere Gemeinden und unsere Dienste und Werke so richtig mit Aufwand, so dass das Erscheinungsbild gut ist, ja, und der Auftritt gut ist, Gebäude gut sind und dass das einfach irgendwie gut ist. Weil wir wollen doch die Leute erreichen. Und das Problem ist, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und manche Gemeinden sind so drauf gepolt, dass sie ein Minutenprogramm haben, was mehr wie eine Show ist, als wie ein geisterfüllter Gottesdienst. Du hast irgendein Showprogramm, das kann durchaus gut sein. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, nur es ist ein Showprogramm. Da ist kein Raum, dass der Herr wirken kann. Da ist kein Raum für Impulse. Und obwohl wir so einen Aufwand treiben, so viel Geld investieren, so viel Manpower investieren, weißt du was? Passiert so unsagbar wenig. So entsetzlich wenig. Wenn du überlegst, was die Gemeinde in den letzten 50 Jahren investiert und gemacht und getan haben, müssen die alle 50 Mal so groß sein. Sind sie aber nicht. Und dann bemühen wir uns, irgendwie wahrgenommen zu werden in dieser neuheidnischen Gesellschaft. Akzeptiert. Und ruckzuck ist man dabei, irgendwelche Werte und Glaubensüberzeugungen so ein bisschen auf den Altar der Beliebigkeit zu legen. Und dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich. Weißt du, nichts gegen gute Gemeinden mit funktionierenden Programmen und wenn das gut ist. Nur die Frage ist, worauf ist unser Schwerpunkt gerichtet? Wo ist unser Fokus drauf? Liegt er auf dem Programm? Liegt er auf unseren Bemühungen? Worauf liegt es? Denn was nicht funktioniert, ist das, was anderswo funktioniert, in Südamerika oder in Afrika oder in Fernost. Da ist ein Hauskreis mit 5 Menschen und nach 10 Jahren ist eine Gemeinde mit 20.000 draus geworden. Das ist wahrlich kein Einzelfall. Das gibt es bei uns nicht. Noch nicht, Amen. So, und deshalb habe ich mir gedacht, bei all dem, wenn das also offensichtlich so mit all unseren tollen Konzepten und Planungen und was wir uns schon so ausgedacht haben über so viele Jahre eben nicht so funktioniert, habe ich gedacht, schaue ich doch meiner Bibel nach. Weil da hat es funktioniert. Lest die Apostelgeschichte, das ist eine Erfolgsstory. Das hat wirklich funktioniert. Ja? Und wo bin ich gelandet? Beim besten, oder sagen wir mal, erfolgreichsten Prediger nach Jesus. Der erfolgreichste Prediger nach meiner persönlichen Meinung war Paulus. Der war wirklich gut drauf. Ich glaube, dass niemand das Christentum nach Jesus mehr geprägt hat als Paulus. So, Paulus war also derjenige, wo wir was von lernen können. Ne? Hat mehr geschrieben im Neuen Testament als jeder andere. Paulus. Wie hat Paulus gepredigt? Denn wie Paulus gepredigt hat, das hat wirklich was bewirkt. Das hat was erschüttert. Das hat wirklich Veränderung gebracht. Schauen wir mal, wie Paulus so sein Konzept und seine Marketingstrategien hatte und seine Sachen, wie man die Welt gewinnen kann. Lesen wir in 1. Korinther 2. Und ich, also er schreibt wirklich von sich, ne? Und ich. Als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, Achtung, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist für mich eine der absolut bedeutendsten Bibelstellen überhaupt. In Erweisung des Geistes und der Kraft. Das war das Geheimrezept, in Anführungsstrichen, seiner Predigt. Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Aha.
Vielleicht verlassen wir uns zu viel auf Menschenweisheit mit all unseren dollen Strategien und Planungen, die nicht schlecht sind. Aber wo ist der Fokus? Worauf verlassen wir uns? Was ist der Punkt, gerade für den Prediger? Ja? Paulus sagt hier, also Leute, Vortrefflichkeit der Rede könnt ihr bei mir nicht erwarten. Ihr könnt auch keine menschliche Weisheit erwarten, wenn ich hier das Geheimnis Gottes verkündigte. Ihr wisst, wie ich bei euch war. Schwachheit. Er selbst sagt, ich war schwach. Wo denn? Ja, als er bei ihnen war, das Wort Gottes weitergegeben hatte, das Evangelium gebracht hat, er war schwach. Und er sagt, ihr wisst, dass ich schwach war. Ja? In vielem Zittern, mit Furcht. Wir wissen gar nicht, was der da gemacht hat, wie das aussah. Aber wenn er sagt, in vielen Zittern, klingt das nach vielem Zittern, ne? Und in Furcht, help. Also wenn der Pastor Furcht vor seiner Congregation hat, das ist schon bedenklich. Aber Paulus sagt, war so. Und ich kam eben nicht in meiner Rede, meiner Predigt und so weiter mit überredenden Worten der Weisheit. Überreden. Das ist ja das, was man versucht, wenn man Leute versucht zu evangelisieren. Ne? Irgendwie sie zum Glauben zu überreden. Also nach der Bibelstelle funktioniert das nicht. Paulus hat eine andere Erfolgsstrategie. Egal wie er aufgetreten ist, mit Zittern, mit Furcht, mit keine Ahnung, wie der geredet hat, mit dem, was da war, aber er hat gesagt, aber in Erweisung des Geistes und der Kraft. Der Geist war da und die Kraft Gottes war da. Und ihr konntet sehen, es war eine Bestätigung dessen da, was gelaufen ist. So, und ich sage dir eins, Deutschland und keine andere Nation der Welt kann gerettet werden, ohne dass es in Erweisung des Geistes und der Kraft passiert. Du brauchst die Erweisung des Geistes und du brauchst die Erweisung der Kraft. Und seit über 100 Jahren versuchen wir es ohne Kraft und ohne Geist und guck, wo wir gelandet sind. So funktioniert es nicht. Es muss anders werden. Es muss anders werden. In Erweisung, das heißt unter Beweis. Ich habe unter Beweis gestellt, der Geist Gottes wirkt und Kraft. Und wenn du die Apostelgeschichte liest, dann siehst du solche Fälle, ja, wo es zu dieser Konfrontation kam und wo der Geist erwiesen da war. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Ohne Erweisung des Geistes und der Kraft brauchen wir überhaupt nicht weiterzumachen. Ehrlich. Das war bei Jesus das Ding. Das war in der Urgemeinde das Ding. Was war bei Paulus das Ding? Und wenn du die Kirchengeschichte dir anguckst, dann war es da auch das Ding. Es gab immer diese Krafterweise. Ja? Und es ist interessant, da sich manche Leute anzugucken, diese Missionare, ja, oder Patrick beispielsweise, Kolumban, hier Lullus, Gallus, Bonifatius und so weiter. Hey, das waren Powertypen. Das waren Leute, die sind in der Erweisung des Geistes und der Kraft vorangegangen. Da gab es eine Lady, die gehörte zum englischen Hochadel. Die hat Bonifatius, der war auch aus dem englischen Hochadel, hat die gerufen. Soweit ich weiß, war es die Tochter des Königs. Wenn nicht, eine enge Verwandte des Königs. Die Lady hieß Walburga. Dann ist die Walburgisnacht benannt, also nach dem katholischen Feiertag, den hatten sie darauf gelegt. Walburga war eine Powerfrau. Die ist vorwärts gegangen, wie soll ich mal sagen, in Erweisung des Geistes und der Kraft, mitten in die heidnischsten Gebiete. Kannst du dir genauso vorstellen, wie die Missionare, die als Todeskommando irgendwo in den finstersten Busch Afrikas gegangen sind, so sind die damals hierher gekommen. Das war eine Truppe Frauen. Aber die haben geistlich, also konfrontativ, die haben die Mächte herausgefordert und sind mit Power und Autorität vorwärts gegangen. Zeichen und Wunder haben ihnen gefolgt. So, und das hat die Heiden damals schon überzeugt, die offene Konfrontation. Die wurden nicht überzeugt durch, Achtung, wir haben was Schönes, Neues, anderer Gott, vielleicht interessant für euch. So funktioniert das nicht. Und so funktioniert es auch heute nicht. Ohne Erweisung des Geistes kannst du keinen Esoteriker überzeugen. Da sind ja gerade Leute, die sich danach ausstrecken. Und ohne Erweisung der Kraft kannst du keinen Deutschen überzeugen. Der muss sehen, dass das Ding real ist. Über Hirn
haben wir seit Jahrzehnten versucht, die Leute zu erreichen. Ich sage dir eins, es hat nicht funktioniert. Zumindest nicht in dem Maß, was biblischen Ansprüchen genügt. So, jetzt denkst du, na gut, der Paulus, der hat ja mal eine Stelle gesagt. Nein, gehen wir weiter. 1. Korinther 1, ab Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Jetzt muss man natürlich da wissen noch, Paulus, er schreibt ja an die Korinther, das waren Griechen. Rhetorik, die Kunst der Rede, war auf einem super hohen Level. Ja, das war absolut gesellschaftlich anerkannt. Das war eine Kunst, das war wichtig. Ja, die Kunst der Sprache, das war etwas, wo Griechen und Römer das in höchsten, das war ein ganz hohes Gut. Wer sich gut ausdrucken konnte, wer entsprechend was formulieren konnte. Paulus sagt, es trägt Leute. Es geht um was völlig anderes. Also das war schon provokativ auch für die Leute von ihrem kulturellen Umfeld her. Und er sagt, Redeweisheit macht das Kreuz Christi zunichte. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Amen, das hatten wir ja. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Es hat Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus hat keine ausgeklügelten, raffinierten, rhetorisch sauberen, hermeneutisch, exegetisch, wasserdichten, super antiseptischen 5-Punkte-Predigten, 7-Punkte-Predigten, 9-Punkte-Predigten oder sonst was gehalten. Der hat keinen dramaturgischen Aufbau gehabt. Keine bewusst an der richtigen Stelle eingesetzte Jokes, um die Leute zum Lachen zu bringen. Aber weißt du was, der war top ausgebildeter Supertheologe. Das hat er alles schön gelernt. Ich bin mir sehr sicher, dass der brillant hätte reden können, wenn er wollte. Nun, aber der hat seine ganze Vergangenheit ziemlich über Bord geschmissen. Das fand er alles ziemlich uncool, was er gelernt hatte und worauf er früher Wert gelegt hatte. Sagt er in Philipper 3, Vers 5. Was immer auch mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Wo findest du die Erkenntnis Christi Jesu? Im Evangelium. Ne? Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er achtet es extrem gering. Das war aber das, was er vorher alles gelernt hatte. Das brauche ich nicht. Dreck. Weg. Weg, weg, weg. Ich schaffe was anderes. Und dann kommt er mit Torheit der Predigt. Die Leute konfrontierend mit irgendwas, was die als Spinnerei abtun. Worüber die sich ärgern. Und er sagt, das ist es. Das ist es. In Erweisung des Geistes in der Kraft. Das ist es. Das ist es. Und er muss, um diese törichte Predigt, die eben so herausfordernd ist, zu untermauern, es in Erweisung des Heiligen Geistes und in Erweisung von Krafttaten bestätigen. Und das überzeugt die Leute. Das überzeugt die Leute. Wenn wir Leute zum Glauben führen durch Brillanz, es wird nicht lange dauern, bis die merken, es ist nicht alles so brillant, was wir in unseren Gemeinden so zu bieten haben. Wenn wir sie meinen, durch Rhetorik überzeugen zu können. Goodness. Hier vor Jahren gab es mal, gibt es vielleicht heute noch, Deutscher Predigtpreis hat irgendwer ausgelobt. Also die beste Predigt. Die beste Predigt. Also die am besten so richtig schön mit allen Raffinessen und so weiter. Ja. Hat auch ein Pastor, wohnt gar nicht weit weg hier, gewonnen. Den ersten. Ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Und also richtig einfach so, wo du sagst, super Predigt, ja. Man konnte den Aufbau abgucken und so weiter. Die eigentliche Frage ist, wie viele Menschen haben sich verändert? Wurden dadurch welche bekehrt? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich sag dir was, eine gestotterte Predigt, irgendein Zeugnis von jemand, der es vielleicht mit Zittern und Zagen rausbringt und ein Mensch bekehrt sich, das ist eine Predigt.
den Preis kriegen sollte. Und die kriegt auch einen im Himmel. Unsere Brillanz ist nichts, wenn es keine Veränderung im Leben der Menschen bringt. Es muss mit dem Heiligen Geist einhergehen. Weißt du was? Es geht nicht um unsere Weisheit. Es geht nicht um unsere Programme. Es geht nicht um unsere dollen Sachen, die wir uns ausgedacht haben. Unsere Spitzfindigkeiten, unser ach so schönes, theologisch sauberes, super Wissen. Es geht nicht um unsere Theologie. Weißt du was? Es geht überhaupt nicht um uns. Halleluja dazu. Halleluja. Es geht um den Herrn. Es geht um Jesus. Er muss rauskommen. Es geht um ihn. Und das ist das, was Paulus vermitteln will. Er sagt, das ist es. Christus. Christus. Die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es im Kolosserbrief heißt. Christus. Es gibt nichts, gar nichts, was begeisternder ist, was faszinierender ist als Gott. Nichts. Nichts, was wichtiger ist, was bedeutungsvoller ist, was hinreißender ist, was zu mehr Jubel, zu mehr Emotionen, zu mehr Freude, zu mehr Ausflippen veranlassen kann als Gott. Gott ist genial, Gott ist gigantisch. Er ist überwältigend, großartig, er ist aufregend, er ist das, was einen Menschen begeistern kann. Grandios. So. Wir in all unserer Brillanz sind im Vergleich dazu gar nichts. Und wenn wir Leute durch Brillanz oder durch irgendwelche Events oder durch irgendwas sonst was überzeugen wollen, dann haben wir aufs falsche Pferd gesetzt. Und viele, viele von den Leuten, die sich aufgrund von solchen Sachen bekehrt haben, sind ganz schnell wieder weg gewesen, weil, wie Paulus es schreibt, es eben nicht auf dem richtigen Fundament gebaut ist. Wir brauchen das Fundament des Herrn. Das Fundament des Herrn. So, und da sind wir auch gefordert, weil wir sind Repräsentanten des Herrn. Ja, wir sind diejenigen, die eben in Erweitung des Geistes und der Kraft vorwärts gehen müssen. Da lege ich noch einen oben drauf. Jesus höchstpersönlich sagt in seinen Abschiedsreden, Johannes 17, betet er zum Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein, also die, mit denen er da zusammen war, ne, an diesem Sederabend. Nicht für diese allein, bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Es sind wir. Okay? Also das Gebet gilt für uns. Okay? Wichtig. Ne? Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt's. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Da geht es um die Einheit mit dem Heiligen Geist. Die Einheit im Geist. Da geht es nicht um die Einheit im Gemeindekaffee trinken. Ne? Da geht es um geistliche Einheit im Heiligen Geist. Und das ist etwas, wo wir darüber nachdenken müssen. Moment mal, die Herrlichkeit Gottes, die in Christus war, ist in mir, sie ist mir gegeben. Ich habe sie. Ich weiß, keiner empfindet es so, dass er sie hat. Aber das ist eine geistliche Wahrheit, du hast sie, ob du es weißt oder nicht. Du hast sie. Im gewissen Sinne verfügst du darüber, weil sie dir gegeben ist. Nochmal, das gilt nicht nur für die paar Apostel damals, sondern das gilt für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben. Das gilt für jeden wiedergeborenen Christen. Er hat die Herrlichkeit Gottes. Er hat die Herrlichkeit Gottes. Weißt du was? Die Frage ist, sieht man das? Erkennt man das? Das war ja gerade das, was wir vorhin hatten im Lobpreis. Dieses Hinken auf beiden Seiten. Erkennt man wirklich Christus in uns? Kommt das raus? Wir alle, wie wir hier sind, müssen fair und ehrlich sagen, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber der Punkt ist, da ist ein Volumen, da ist etwas, was wir einnehmen können. Da ist etwas, wonach wir uns ausstrecken können. Es gibt mehr. Der Herr hat was für uns. Wenn er uns seine Herrlichkeit gegeben hat und wenn wir in Erweisung des Geistes und der Kraft dienen sollen, dann ist es möglich.
Und nur weil irgendwo um uns herum das wenig oder nicht passiert, heißt das gar nichts. Wir müssen uns an die Aufgabenbeschreibung des Herrn halten, an die Jobs, die er uns gegeben hat. Und manchmal sage ich ja hier, wir müssen dieses Deutschsein ablegen. Dieses gesellschaftlich irgendwie angepasste, dieses Mitlaufende. Wir müssen anfangen, Reich Gottesmäßig zu denken. Und dazu gehört, dass wir in Erweisung des Geistes und der Kraft vorwärts gehen. Jeder von uns, jeder Christ. Jeder Christ. Und da ist Luft nach oben für jeden von uns. Und da dürfen wir uns ausstrecken, da dürfen wir hineingehen, da dürfen wir einfach mehr vom Herrn erwarten. Das funktioniert nicht, indem wir uns anstrengen und irgendwie jetzt Zähne zusammen und irgendwie ackern und machen und jetzt noch mehr schuften. Nein, das ist genau falsche Richtung. Es hat was mit der Hingabe an den Herrn zu tun, dass wir unser Leben hingeben und sagen, Herr, du, setz mich in Brand, Heiliger Geist. Wirke du in mir, ja, schaffe du deinen Weg in mir, schaffe das, was du willst in mir. Du musst im Grunde genommen dich öffnen und sagen, Herr, du hast mir die Herrlichkeit anvertraut, du bist in mir, du hast mir einen Riesenjob gegeben, hilf mir, dass ich da hineinkomme. Hilf mir, dass ich meine, Lahmarschigkeit überwinde. Meine Furcht, meine Blockaden, meine Ängste, meine Bequemlichkeit, hilf mir, das zu tun, was du willst, dass ich tun soll. Mach mich zu einem echten Fan. Lass mich bereit sein, von der Welt eben nicht so toll angesehen zu werden. Hier, wie Paulus gesagt hat, ich will bereit sein, Ärgernis zu sein oder als Torheit angesehen zu werden. Als ein Depp, der da irgendwas erzählt von so einem Christus. Ja, ich bin bereit dazu. Ich brauche den Applaus der Welt nicht. Ich brauche den Applaus von einer neuheitlichen Gesellschaft nicht. Es ist mir wurscht, was Deutschland sagt. Ich habe hier das Wort des Herrn und darauf stelle ich mich. Und da sage ich, yes, das ist es, worum es geht. Das Einzige, für das es sich überhaupt zu leben lohnt, ist Jesus. Alles andere ist Käse. Er ist der Felsen. Alles andere ist nichts anderes als Sand, der davon geht. Was wir eigentlich brauchen, ist eine reale Begegnung mit einem realen Gott. Und das muss jede Person, die uns begegnet und der wir Zeugen des geben wollen, muss das eigentlich auch erleben. Ja? Wir können Leute nicht zum Glauben beschwätzen. Sie müssen erwischt werden. Es muss etwas passieren. Guck mal, bei der Apostelgeschichte, bei der ersten Predigt von Petrus, heißt es, und es ging ihnen ins Herz. Es ging ihnen ins Herz. Das ist der Geist, der die Menschen berührt hat, der sie gepackt hat. Hören wir auf, uns auf irgendwelche Prothesen und Krücken, sprich Programme und Konzepte zu verlassen, kommen wir da hinein, dass wir sagen, wir verlassen uns auf den Vater, wir verlassen uns auf den Herrn, wir verlassen uns auf den Geist, wir verlassen uns nicht mehr auf unseren Verstand, unser Können, unser Angelerntes, was auch immer, unsere Rhetorik und irgendwas, sondern wir öffnen uns dafür, dass wir sagen, Herr, egal wie die Nummer aussieht, egal wie ich da als Depp dastehe, ich gehe da hinein in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und wir haben wirklich ein interessantes Vorbild mit Reinhard Bonnke. Gerade in Deutschland wurde er so fertig gemacht, wird über den die Nase gerümpft in einer unfassbaren Bläsiertheit. Leute, die geistlich wirklich nichts vorzuzeigen haben, meinen, sie können das beurteilen und spotten darüber. Durch seinen Dienst, wie gesagt, 79 Millionen Menschen zum Herrn gekommen. 79 Millionen ausgefüllte Entscheidungskarten. Das ist schon mal was im Himmel. Ja? Und er hat eine sehr einfache Predigt gehabt. Aber das war genau das, in Erweisung des Geistes und der Kraft. So, der hat hier keinen Stich machen können. Der wurde hier als ein Depp, als ein Spinner, als ein selbsternannter Krankenheiler bezeichnet. Kannst gucken, wo du willst. Immer nur Häme. Das war der Preis, den er dazu bezahlen hatte. Die Religiösen war es ein Ärgernis. Der Welt war es Torheit. Dementsprechend wurde es behandelt. Also in dem Sinne ist auch ein gewisser Preis zu zahlen, wenn wir sagen, okay, wir strecken uns danach aus, nach der Erweisung des Geistes und der Kraft, weil die Welt uns nicht applaudieren wird. So, und dann musst du dich entscheiden. Ist mir der Applaus der Welt denn was wert? Will ich gerne, dass Deutschland, was weiß ich, die Gemeinde oder was auch immer, toll findet? Gut findet? Oder sage ich, es ist mir so egal. Es geht um Christus. Es geht um das, was er sagt. Ja? Und wie auch immer, die Torheit des Evangeliums gepredigt in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das wollen wir und danach strecken wir uns aus hier bei Gottes Haus. Das ist unser Herzenswunsch.
Ich habe schon mal erzählt, persönlich getroffen, kannte ich meine Frau, die sagte zu mir: Ach, Bruder Baron, wissen Sie, ich gehe schon 30 Jahre mit meinen Problemen in diese Gemeinde. Und die Frau hatte Probleme, ich sag dir, die war echt dämonisch gebunden, in diese Gemeinde. Und nach dem Gottesdienst gehe ich mit meinen Problemen wieder nach Hause. Seit 30 Jahren. Hier, das ist Worst-Case-Szenario. Das ist ein absolutes Armutszeugnis. Das ist das Furchtbarste, was du dir vorstellen kannst. Jahrzehntelang keine Veränderung im Leben dieser Frau. Ich meine, erstaunlich, dass sie überhaupt noch in die Gemeinde gegangen ist. Überleg mal, wie furchtbar. Es war keiner da, der dieser Frau gedient hat in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das war nur irgendwas, bla bla, keine Ahnung. Ich meine, die Frau war problematisch. Dieses Ding hat mich wirklich erwischt. Es gibt auch Gegenbeispiele. In den USA gab es einen Jonathan Edwards, ein sehr, sehr, sehr super bekannter Prediger, heute, damals nicht so. Der war eigentlich der Initiator oder eine Figur, die der Herr gebraucht hat, in der sogenannten Great Awakening, der großen Erweckungsbewegung in den USA 1740. Der Mann war extremst kurzsichtig, ja, Monsterbrille, und hat also seine Predigten abgelesen, ne, so etwa, auf der Kanzel. Also der war jetzt echt nicht so der super rhetorisch ausgedingste, ja, charismatisch tolle Prediger, ja. Das war der Hammer, was der gepredigt hat. Die Leute schrien, die haben sich an die Kanzel geklammert, die sind alle nach vorne gerannt, haben um Errettung und Heil geschrien. Die wurden von Sünden überführt. Da war der absolute Hammer. Der Mann war nur das Werkzeug, was dazu gebraucht worden ist. Das Wort hat gewirkt. Das war Erweisung des Geistes und der Kraft. Der hat sich nicht hingesetzt, ich kann eben so schlecht sehen und deshalb kann ich da und ich kann eben nicht so toll und rhetorisch perfekt. Nix. Der hat einfach sein Ding abgelesen und es hat die Herzen erwischt. Das ging in die Herzen rein. Ja? Die schrien um Errettung. Und selbst im Alten Testament finden wir das schon. Mose, der größte Führer des Volkes Gottes im Alten Testament, ja, Gott beruft ihn. Was sagt Mose? Mose sagt: Ach Herr. Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann. Weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Kleiner Hinweis, die Begegnung mit Gott hatte ihn nicht zu einem rhetorischen Genie gemacht. Ne? Okay. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Also eigentlich so, seine Rede klingt gar nicht so unbeholfen. Ne? Der wusste schon, wo er hin wollte. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Das gilt für uns. Wir haben keine Ausrede nach dem Motto: Ja, ich bin nicht ausgebildet. Vergiss es. Gute Sache, wenn du nicht ausgebildet bist. Dann kommst du nämlich auch auf die wichtigen Sachen. Ja, dann sagst du, ich kann nicht gut reden. Beste Gesellschaft. Sagst du, ich habe aber Angst. Ja, wie gesagt, Paulus hat auch Furcht. Also auch kein Argument. Und wenn du vor den Leuten zitterst und schlotterst, selbst das ist kein Hinderungsgrund. Verstehst du? Wir verstecken uns so leicht hinter irgendwelchen Schwächen. Diese Schwächen gibt es nicht. Jesus gibt uns den Missionsbefehl. Und das ist ein Befehl, keine Empfehlung. Ein Befehl. Und wenn er wiederkommt, erwartet wir, dass wir genau in dem Ding laufen und das tun. In der Arbeit sind, in der Ernte sind. Unser Part ist überhaupt nicht, perfekt zu reden, perfekte Predigten zu halten, alles super, wasserdicht, schön. Rhetorik ist nicht unser Ding, keine Gabe des Geistes. Halleluja dazu. Wir brauchen auch keine raffinierten Bibelarbeiten zu fabrizieren. Wir brauchen die Leute nicht zu überzeugen. Nein, das Wort selbst hat in sich die Power. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, hat Paulus gesagt. Die Kraft Gottes. Wir müssen einfach nur die Klappe aufmachen und es rauslassen
und zulassen, dass der Geist wirkt. Deshalb nicht so viel Programm und drumherum und was wir uns alles ausgedacht haben, sondern einfach lass fließen, gib Zeugnis, mach die Klappe auf, lass mal rauskommen. Und das wird in den Menschen etwas bewirken. Der Geist wird es nehmen. Denn die Bibel sagt, mein Wort kehrt nicht leer zurück. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Aber wenn es unser Wort ist, dann kann es leer zurückkehren. Aber wenn wir sein Wort rauslassen, kehrt es nicht leer zurück. So, und der wichtigste Part ist, dass wir in einer Beziehung mit dem Herrn leben, die das ermöglicht. Dass wir uns ihm hingeben und sagen, Heiliger Geist, nimm mich, salbe meine Worte, gebrauche mich. Gebrauche mich. Und zum Abschluss möchte ich nochmal auf die Berufung von Jesaja hinweisen. Das ist ja immer eine super Story. Jesaja, wenn du das liest, hört irgendwie in die himmlische Dimension hinein. Und da taucht die Frage auf, man könnte sich vorstellen, innerhalb der Dreieinigkeit, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und Jesaja, so stelle ich mir das vor, ohne nachzudenken, hört die Frage und meldet sich sofort und sagt, hier bin ich. Brauchst nicht mehr länger suchen, hier bin ich, pick me. Und Gott sagt jetzt nicht, was? Hä? Ach, Jesaja. Hatte der sich jetzt gemeldet? Jesaja, pass mal auf, reich mal deinen Lebenslauf rein mit Passbild und doppelte Auswertung, wir müssen das mal beurteilen. Nein! Weißt du, was Gott sagt? Jawohl, hast den Job. Super! Das Interessante ist bei der ganzen Thematik, dass in der ganzen Story vorkommt, dass Jesaja ein Licht aufgeht und er sagt, es gibt ein Problem. Ich habe unreine Lippen. Ich komme aus einem Volk von unreinen Lippen und habe selber unreine Lippen. Weißt du was? Wenn Gott sagt, wer will mein Bote sein? Bote, ne? Botschaft weitergeben. Und der Typ sagt, ich habe unreine Lippen. Das ist ein echtes K.O.-Kriterium. Das ist ja gerade der Punkt, der eigentlich in Ordnung sein sollte. Also irgendwann hat Jesaja geschnallt, eigentlich bin ich nicht qualifiziert für den Job. Ich habe unreine Lippen. Und dann kommt diese Sache mit dem Engel, der die feurige Kohle bringt und die Lippen berührt und das Thema ist erledigt. Gott kümmert sich drum. Wir brauchen nicht perfekt zu sein. Wir müssen wegkommen davon, dass wir denken, das ist ein Dienst für Profis oder sonst was. Wir sind gefordert, das Wort weiterzugeben. Im Umfeld, wo auch immer. Wo wir sind. Ja? Und das ist eben genau der Punkt. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig.